Hallo Leute, heilige Scheiße. DayZ Zeit. Bin jetzt wieder auf dem Server mit meinem Fahrrad. Und what the fuck, es ist Nacht. Das finde ich scheiße. Leute, hat jetzt meine Taschenlampe nachgeladen. Wo ist mein Fahrrad? Hallo? Mein Fahrrad ist weg. Och nö. Nicht im Ernst jetzt. Warum ist hier Nacht? Ich bin doch auf dem Day-Only-Server eigentlich. Ach, leck mich am Arsch, jetzt ist mein Fahrrad weg. Das hat doch hier noch raufgeguckt. Nix. Ich bin doch kurz vom Lockout auf Safe gegangen. Und es sind auch noch keine 24 Stunden verstrichen. Also hat mir das dann jemand geklaut. Ganz toll. Wunderbar. Ach, das regt mich schon wieder auf. Scheiß Alpha Daisy. Nee, das ist weg. Kann natürlich sein, dass durch dieses Desync, diese rote Verbindung, die wir da hatten, dass das hier jetzt irgendwo noch in der näheren Umgebung steht. Es kann aber auch sein, dass es zurückgesetzt wurde. Oder dass es geklaut wurde. Auf jeden Fall ist es weg. Scheiße. Kann ich echt nichts Fahrradähnliches mehr erkennen. Naja, dann werde ich den Server wechseln und suche mir einen Server, auf dem dann tatsächlich Tag ist. Scheißdrecks, Alpha Daisy. Nun denn. Bis gleich. So, neuer Server. Tag. Aber kein Fahrrad, war ja klar. Wieso soll es auch auf dem anderen Server jetzt da stehen? Sehr ärgerlich.
Aber so ist das nun mal. Dann frage ich mal wieder das iPad. Hab keine Ingame-App, scheiße. Ich wüsste jetzt gar nicht mehr, wo ich bin. Da habe ich mich zu sehr auf mein Fahrrad verlassen. Aber da hinten scheint Berezino zu sein. Versuche mich da wieder auszurüsten und dann. Und dann schauen wir weiter. Dann suche ich mir ein Fahrzeug, hätte ich gesagt. Okay, Zombies sind da. Heli liegt jetzt gerade keiner rum. Kann man so in die Kirche auch rein? Keine Ahnung, kommen wir eh vorbei. Wenn ich zu diesen Apartments will. Würde ich die Kirche auch gleich mitnehmen. Mann, das kotzt mich an mit dem Fahrrad. Da haben wir mal das Glück und finden wieder ein Fahrrad, kommen dann durch die halbe Map und dann ist es weg. Egal, mir war das Risiko bewusst. Bin mal gespannt, ob man da rein kann. So, gehen wir uns mal um. Da liegt was zu trinken. Ich danke ihm an. Hier liegt Schrott. Eine M1911, die nehme ich. Schrott und nichts. Hier ist Lee Enfield Munition, die nehmen wir mit. Und dann sind wir hier durch. Gehen eins höher. Hunting Knife nehmen wir auch. Fernglas nehmen wir natürlich. Was zu essen, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich hoffe, die sind jetzt wirklich alle nur wegen mir hier. Die Enfield und eine Uhr. Eine Bandage. Und nichts. Aufs Dach gehe ich jetzt mal nicht. Oh, du blöder Drecks. Back dich halt durch, du scheiß Zombie. Kriege ich eine Wut. Nächste Bude.
mal Ferngläser. Haben wir aber schon. Zweimal Müll. Dreimal Müll. Nochmal zweimal Müll. Nochmal eine Lee Enfield. Ja, reicht mir die Munition. Bandagen, wie schaut es im Rucksack aus? Wird nimmer mit. Und ansonsten. Hä? Gibt's hier nichts. Dach lasse ich wieder geschickt aus. Eins habe ich glaube ich noch gesehen. Jo. Was da schon wieder los ist. Oh, 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 oh. Was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Ah, kein Ghillie-Suit. Schade. Wieso sind die alle bei mir? Oh. Ich find das voll unfair. Ach, scheiße. Alter, scheiß Drecksspiel. Oh nein. Oh nein. Komm ich dann nicht mehr durch. Ich glaube, das war's. Ja, jetzt sind wir auch noch ohnmächtig. Ein kurzes Vergnügen. Wie ein so ein Scheißhaus zum Verhängnis werden kann. Aber einen Hauch einer Chance haben wir noch. Wenn wir jetzt tatsächlich gleich wieder aufwachen. Ah, shit. Noch kann ich nichts machen. So. Jetzt bandagier dich ruckzuck und es ist wieder so leise. So ein lecker Painkiller müssen wir auffressen. Essen wir mal lieber was. Zu verlieren haben wir eh nichts mehr. Und wenn wir schon nichts mehr zu verlieren haben, können wir jetzt auch richtig aufräumen. Wieso fallen die nach einem Headshot nicht um? Ja. Hey, ja, wir leben doch noch. Aber wie? Hammergeil. Aber ich hätte vielleicht eine Idee. Vorausgesetzt, ich finde hier so eine Feuerstelle, sag ich mal. So ein Platz, so ein Fass,
was ich entzünden kann. Na, scheiße. Die Kirche kann man nicht rein? Nee. So ein Dreck. Wenn ich hier jetzt so eine Feuerstelle hätte, ein Streichholz habe ich hier keine, da würde ich mir ein Tier suchen und Fleisch. Dann noch mehr essen. Das essen wir auch gleich, jeder Bissen zählt. Jetzt aber auch nichts hier, so ein Platz, wo ich Feuer machen könnte. Alter, wie leise das ist. Oh nein, du sollst das Tor aufmachen. Kommen wir hier nicht durch? Und wenn die von da kommen, dann komme ich da auch durch. Jawohl. Aber hier finde ich jetzt trotzdem keine Feuerstelle. So ein Mist. Habe ich wohl wieder mal die Zombies unterschätzt, ha? Da gibt's nichts. Uah. Entschuldigung. Ach, so ein Dreck. Zuerst das Fahrrad weg und dann diese Zombie-Attacke hier. Kann doch nicht sein. Muss da irgendwann so ein Fass kommen, was ich entzünden kann. Oh, da kommt wohl nichts. Ja. Scheiße. Verkackter Rotz. Hilft mir dieses Mist-Drecks-Berizino auch nichts mehr. Weder Fahrrad noch Leben. Ja. Ich habe eigentlich gar nichts mehr, wofür es sich lohnt, diesen Charakter zu retten. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, warum ich mich nicht einfach kill. Ah. Ich meine, die Enfield findest du eh überall. Nicht mal mehr Painkillers. Na dann. Auf ein fröhliches Freudenfeuer. Ich wollte schon immer mal ausprobieren, ob man den Zombies auch die Beine brechen kann. Ja. Das geht. Das finde ich gut.
nochmal. Gut, den haben wir jetzt nicht getroffen. Oh, jetzt ist der Ton wieder lauter. So, dann machen wir jetzt mal ein kleines Ende hier. Während die Zombies kommen, lassen wir noch ein paar an. Hallo. Wollt ihr mich hier irgendwie angreifen? Oh ja, jetzt geht's schnell. So, jetzt scheiß. Auf jedes Hui folgt ein Pfui. So ein Mist.